Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man seinen persönlichen E-Mail-Account mit dem iPad verbindet. Dazu gehen wir zunächst auf dem Homescreen in die App Einstellungen. In den Einstellungen finden Sie auf der linken Seite verschiedene Reiter. Dort wählen Sie den Reiter Passwörter und Accounts aus. Hier tippen Sie nun auf Account hinzufügen. Dann wählen Sie Ihren E-Mail-Anbieter aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Falls Ihr E-Mail-Anbieter nicht in dieser Liste aufgelistet ist, drücken Sie auf Andere. Dann drücken Sie auf Mail-Account hinzufügen. Hier geben Sie nun Ihre Zugangsdaten für Ihr Postfach ein. Wir haben in diesem Fall eine Beispielmail bei web.de mit dem Namen Einfachste Mail erstellt. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. Nun werden Sie nach Ihren IMAP- und POP-Daten gefragt, die in der Regel schon richtig eingegeben sind. Bestätigen Sie diese erneut mit Weiter. Zum Schluss bestätigen Sie Ihre IMAP-Einstellungen, indem Sie auf Sichern drücken. Klicken Sie oben auf das blau markierte Account hinzufügen, um zurück in die Übersicht der Passwörter und Accounts zu gelangen. Hier sollten Sie nun unter Accounts auch Ihr neu konfiguriertes privates Postfach finden. In unserem Fall heißt es Web. Durch das Drücken des Home-Buttons komme ich nun zurück zum Homescreen und kann dort die App Mail öffnen. Hier können Sie nun auf der linken Seite Ihr privates Postfach auswählen und Ihre erhaltenen Mails einsehen oder neue Mails verschicken. Vielen Dank und tschüss.